Allein schon der Begriff für diesen Tag, Tag ohne Grenzen, war für mich Motivation genug, zu sagen, ich will mit dabei sein, weil ich selber, ich glaube, auch ein gutes Beispiel dafür bin, was es heißt, die Grenzen selber zu setzen und was es heißt, irgendwie die Grenzen zu definieren. Ich war, bin mit 9 Jahren amputiert worden und war halt auch ganz am Anfang ein Opfer davon, von den Leuten, die mir gesagt haben, was ich nicht kann. 9 von 10 Leuten haben mir gesagt, was ich nicht kann, und einer hat mir gesagt, was ich kann. Und klar brennen sich dann die Sachen ein, die die 9 Leute sagen. Und dann bist du demotiviert, schiebst alles auf deine Behinderung und nimmst am Leben gar nicht teil. So Kumpels, versuchst dich davon irgendwie zu distanzieren. Und das kann zu einem Problem werden. Und da ich für mich den Sport entdeckt habe und quasi über den Sport geschafft habe, leistungsfähig zu sein, Anerkennung wiederzuholen, wollte ich und will auch das immer noch weitergeben. Und in Kombination für so einen Tag, der auch in der Öffentlichkeit stattfindet und ich glaube ein besseres Ambiente als hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt, kann man gar nicht haben. Und dann auch noch einen sportlichen Wettkampf dafür zu bekommen, das war die Kombination, der Mix, da gab es gar kein Nein für mich. Und das ist die große Motivation gewesen. Ich habe das auch bei jedem Sprung, bei jeder Vorbereitung für den Sprung gemerkt, wie die Leute da Bock drauf haben. Ganz viele Fragezeichen in den Augen, dann gibt es ein Lächeln von mir zurück. Dann kriegst du beim nächsten Sprung ein High Five von den Kids. Das war schön.